Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam behauptete, dass er Offenbarung vom Himmel empfängt und ein Prophet Allahs ist, wollte er es nicht glauben wie die meisten Mekkaner. Nein, er kämpfte gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten. Er war ein Mekkaner aus dem Stamm der Quraysh, aus dem auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam stammte. Nach seinem Übertritt zum Islam war er ein Held vieler entscheidender Kämpfe zugunsten des Islams, wie im Kampf gegen Musaylimah al-Kadhdhab, dem Lügner und Betrüger. Und dem Kampf von Yarmouk gegen die Armee des Römischen Reiches in Syrien, im Irak und in Persien. Wenn man sich mit seiner Geschichte beschäftigt, wird man feststellen, dass er ein militärischer Stratege und Befehlshaber war, der in der Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht. Er war ein Mann, der beinahe Niederlagen in glorreiche Siege verwandelte. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam nannte ihn Saifullah, das Schwert Allahs. Die Rede ist von Khalid ibn al-Walid radiallahu an. Khalid ibn al-Walid radiallahu an wurde 585 nach Christus in einer wohlhabenden mekkanischen Familie geboren und starb 642 nach Christus in Homs, Syrien, wo er auch begraben wurde. Sein Vater al-Walid war ein sehr reicher Mann, sodass seine Söhne sich um ihren Lebensunterhalt keine Sorgen machen mussten und sich voll und ganz auf die Kriegskunst konzentrieren konnten. Ihr Ausbilder und Mentor war ihr Vater al-Walid. Schon von klein auf lernte Khalid Jagen und Reiten. Ihm wurden junge, untrainierte Fohlen gegeben, die er trainieren musste, bis sie zu gehorsamen Kriegspferden wurden. Alles, was für eine Schlacht wichtig war, lernte er bereits im frühen Alter. Er lernte die Kriegskunst in der Wüste und das Annähern und Angreifen des feindlichen Lagers wie kein anderer. Als er erwachsen wurde, war sein Hauptinteresse der Krieg und die Kriegsführung. Schließlich wuchs er damit auf. Seinem Vater war es immer wichtig, dass Khalid und seine Brüder mit jeder Art von Waffe umgehen konnten. Speer, Lanze, Pfeil und Bogen und natürlich das Schwert. Seine Gedanken waren besessen von Kämpfen, Waffen, Blut und die Ambitionen, immer als Sieger aus einem Schlachtfeld zu gehen. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh war ein überdurchschnittlich großer Mann mit breiten Schultern. Er war schlank und gleichzeitig muskulös. Seine Brust schaute raus und seine Muskeln waren hart. Sein Schicksal sollte jedoch ein anderes sein. Doch alles der Reihe nach. In der Schlacht von Uhud haben einige Muslime bereits mit einem festen Sieg gerechnet. Euphorisch und voller Freude im Trachten nach der Kriegsbeute verließen etwa 40 Bogenschützen ihre Position und vergaßen die Anordnung ihres Befehlshabers Abdullah ibn Jubayr. Khalid ibn al-Walid, der noch kein Muslim war und in den Reihen der Quraysh kämpfte, erkannte die ungeschützte Flanke seiner Gegner und nutzte die Chance gegen die Muslime für sich und seine Truppe. Die Armee der Muslime war nun umklammert von Feinden. Dieser eine Fehler hatte zur Folge, dass viele edle Sahaba ihr Leben geben mussten. Die Reihen der Muslime brachen immer weiter auseinander. Es waren nur noch 12 Sahaba um den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Die Quraysh kamen schließlich so weit, dass sie es fertig brachten, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu verwunden. Hierauf machten Gerüchte die Runde, der Gesandte Allahs sei in der Schlacht gefallen. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte daraufhin folgende Ayat. Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet, bis dass ihr den Mut verloret und über die Angelegenheit miteinander strittet und euch widersetztet, nachdem er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. Unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen. Unter euch gibt es aber auch manche, die das Jenseits wollen. Die Quraysh näherten sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er rief die Sahaba auf, ihn zu beschützen und versprach ihnen im Gegenzug das Paradies. Ein Sahabi nach dem anderen positionierte sich vor den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu beschützen. Sie fingen die Pfeile mit ihrer bloßen Brust ab, sodass 7 der Ansar als Märtyrer zu Boden fielen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine engsten Gefährten wurden immer weiter auf den Berg von Uhud gedrängt, bis die Feinde Allahs keinen Sinn mehr darin sahen, weiterzukämpfen und abzogen. Und alles fing damit an, dass Khalid ibn al-Walid einen Fehler der Muslime erkannte und diesen reaktionsschnell zu seinem Vorteil nutzte. Nach dem Vertrag von Hudaybiyah dachte Khalid ibn al-Walid über sein Leben nach und wollte Muslim werden. Die Muslime erlangten bereits 6 Jahre nach der Gründung des Islamischen Staates in Medina immer mehr an politischen Einfluss in und um die arabische Halbinsel. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beschloss,
mit den Muslimen eine Umrah zu vollziehen und brachen mit etwa 1600 unbewaffneten Muslimen nach Mekka auf. Die Quraysh misstrauten den Muslimen und befürchteten hinter ihrer Umrah ein strategisches Manöver, um in Mekka einzudringen und die Stadt einzunehmen. So bereiteten die Quraysh eine Armee unter der Führung von Khalid ibn al-Walid und Ikrimah ibn Abi Jahl vor, die die Muslime daran hindern sollte, Mekka zu betreten. Khalid versuchte die Muslime vor Hudaybiyah zurückzudrängen. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaffte es, Khalid geschickt auszutricksen, und sie erreichten Hudaybiyah und wurden von einer Delegation der Quraysh besucht. Nach langen Verhandlungen vereinbarten sie einen Friedensvertrag, der später als der Vertrag von Hudaybiyah bekannt wurde. Khalid suchte nach einem Mann, der ein noch besserer Stratege und Führer war als er selbst, und er konnte nicht anders, als den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu bewundern. Ein wahrhaftiger Prophet mit Führungskompetenzen und Eigenschaften, die er bei keinem anderen zuvor gesehen hatte. Nach der Pilgerfahrt des Propheten a.s. dachte Khalid ibn al-Walid über sein Leben nach. Khalid war nie wirklich religiös. Auch der Götzendienst in Mekka hatte ihn wenig interessiert. Etwa 2 Monate nach der Pilgerfahrt des Propheten a.s. dachte er über den Islam als alternative Lebensweise nach. Nachdem sich Khalid ibn al-Walid entschloss, Muslim zu werden, sagte er zu Ikrimah, dem Sohn von Abu Jahl und einigen anderen: Für jeden Intelligenten ist es offensichtlich, dass Muhammad weder ein Dichter noch ein Magier ist, so wie es die Quraysh behaupten. Seine Botschaft ist wahrlich göttlich. Es ist für jeden vernünftigen Menschen verpflichtend, ihm zu folgen. Erstaunt fragte Ikrimah: Willst du etwa unseren Glauben verlassen? Ich habe begonnen, an den wahren Allah zu glauben. In dieser Nacht nahm Khalid seine Rüstung, seine Waffen und sein Pferd und reiste nach Medina, um beim Propheten den Islam anzunehmen. Auf dem Weg zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam traf er Amr ibn al-As und Uthman bin Talha, die das gleiche vorhatten wie Khalid. Es war das 8. Jahr der Hijra, an dem Khalid ibn al-Walid radiallahu an das Haus des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam betrat und seine Vergangenheit für immer hinter sich ließ. Jede Feindlichkeit wurde vergeben und vergessen. Der Übertritt von Khalid ibn al-Walid und Amr ibn al-As bedeuteten für die Muslime einen Sieg und militärische Stärke. Die Menschen in Medina hörten vom Übertritt Khalids. In Medina herrschte eine imanerfüllte Atmosphäre. Diese Atmosphäre durchdrang das Herz von Khalid und erfüllte sein Herz mit Gewissheit und Zufriedenheit. Überall, wo er hinschaute, sah er den Islam in seiner allumfassenden Form. Er traf Umar ibn al-Khattab, seinen Kindheitsfreund, und sie wurden wieder Freunde und vor allem zu Brüdern. Khalid war nun 43 Jahre alt und hatte immer noch genügend Willenskraft, um diese Botschaft nach vorne zu bringen. Einige Monate nach seiner Ankunft in Medina hatte Khalid ibn al-Walid radiallahu an nun die Chance, als Befehlshaber der islamischen Armee sein ganzes Können für Allah subhanahu wa ta'ala unter Beweis zu stellen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte einen Botschafter mit einem Brief zu Rassan, dem Stammesführer von Busra, geschickt, um ihn zum Islam einzuladen. Als er an Murta vorbeikam, wurde der Botschafter des Gesandten Allahs von einem Stammesführer getötet. Der Tradition nach besaßen politische Botschafter Immunität vor Angriffen. Unter den Arabern war es ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, völlig egal, wie groß die Feindschaften waren. Diese Nachricht erreichte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er bereitete eine Armee vor unter der Führung von Zayd bin Haritha. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn Zayd ibn Haritha fällt, soll Ja'far ibn Abi Talib die Führung übernehmen. Und wenn Ja'far fällt, soll Abdullah bin Rawaha die Führung übernehmen. Und wenn alle drei fallen, so wählt einen Befehlshaber unter euch aus. Der Befehl des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam war es, diesen Mann, der seinen Botschafter getötet hat, zu finden, Rache auszuüben und die Menschen von Murta zum Islam einzuladen. Die muslimische Armee marschierte mit nur 3000 Mann los, unter ihnen Khalid ibn al-Walid als einfacher Soldat. Als sie in Ma'an ankam, erreichte sie die Nachricht, dass Heraklius, der römische Kaiser, mit 100.000 römischen Soldaten wartet. Die Muslime wurden nervös. Sie dachten 2 Tage darüber nach, was sie tun sollen. Einige schlugen vor, den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber zu informieren. Doch Abdullah ibn Rawaha, der dritte Befehlshaber, war nicht einverstanden, weil es den Eindruck erwecken könnte, dass die Muslime Angst hätten. Abdullah ibn Rawaha hielt eine längere Rede, indem er die Muslime motivierte. Er sagte:
Männer kämpfen nicht mit der Anzahl oder der Waffen, sondern mit dem Iman. Wenn wir in die Schlacht gehen, haben wir die Wahl zwischen zwei ruhmreichen Alternativen: Sieg oder Märtyrertum. Er verlor Worte, welche die muslimische Armee motivierte und sie ihren Marsch in Richtung Syrien fortsetzen ließ. Es war das 8. Jahr nach der Gründung des Islamischen Staates, als die Muslime Mortar erreichten. Zayd ibn Haritha besetzte seine Armee mit einem Zentrum und zwei Flügen. Zayd positionierte sich ins Zentrum mit Khalid ibn al-Walid. Für die Muslime war es vielmehr eine Schlacht von Iman, Mut und Opferbereitschaft als eine Schlacht der militärischen Fähigkeit. Zayd ibn Haritha, radiallahu anh, der Befehlshaber, wurde getötet. Die Fahne fiel aus seinen Händen und Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anh, nahm die Fahne und kämpfte weiter am Kopf der muslimischen Streitkräfte. Nachdem sein Körper durch mehrere Stiche verletzt war, ließ auch er das Banner fallen. Nun war Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anh, der Fahnenträger. Wie ein Löwe kämpfte er sich durch die Reihen der Feinde und wurde schließlich getroffen und fiel zu Boden. In den Reihen der Muslime wurde es unruhig. Einige verließen das Schlachtfeld. Es war eine Verwirrung und Unsicherheit. Sie zogen sich zurück, um sich neu aufzustellen. Wer soll uns jetzt führen? Thabit bin Arqam hob die Fahne und rief: O Muslime, einigt euch auf einen Mann, den wir zum neuen Befehlshaber machen. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh stand in seiner Nähe, so schlug er Khalid vor. Khalid wusste, dass er gerade erst Muslim wurde und lehnte das Angebot von Thabit ab. Du verdienst es mehr als ich. Ich nicht, antwortete Thabit. Niemand außer dir verdient es mehr. Die Muslime kannten Khalids Erfahrung und Furchtlosigkeit. Alle stimmten der Entscheidung Thabits zu und Khalid übernahm das Kommando. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh gewann die Kontrolle über seine kleine, aber mutige Armee. Er brachte wieder Ordnung in die Reihen der Muslime und hatte sofort einen Plan. Khalid hatte nun drei Möglichkeiten. Die erste war ein Rückzug, um die Muslime vor einem Schaden zu bewahren. Doch das wäre wohl als Niederlage, Schande und Angst in die Geschichte eingegangen. Die zweite war, mit einer defensiven Haltung den Kampf fortzuführen. Die dritte war, einen gnadenlosen Angriff durchzuführen, um den Feind aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass sie Zeit gewinnen würde. Doch Khalid ibn al-Walid radiallahu anh war bekannt als ein Kämpfer an vorderster Front. Khalid radiallahu anh preschte nach vorne, gab den Muslimen neuen Mut und die Schlacht wurde noch blutiger und noch härter. Qutbah tötete den christlichen Befehlshaber Malik in einem Einzelkampf. Das war ein Rückschlag für die Feinde Allahs, wonach sie sich zurückzogen, um sich neu zu organisieren. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh sagte: Am Tag von Mortar waren 9 Schwerter in meiner Hand gebrochen und nur ein jemenitisches Schwert von mir blieb in meiner Hand. Nun wurde es in Mortar dunkel und beide Parteien kehrten in ihr Lager zurück. Khalid radiallahu anh war ein großer Taktiker. Während der Nacht dachte er über einige Möglichkeiten nach, um den Feind zu besiegen. Als die Sonne aufging, positionierte Khalid radiallahu anh seine Männer so, dass sie zahlenmäßig in den Augen ihrer Gegner mehr aussahen. Die Strategie bestand darin, den Byzantinern Angst einzujagen, indem man sie täuschte, dass neue Verstärkung eingetroffen war. Als der byzantinische Feind sie sah, wurden sie verängstigt und sagten: Es sieht so aus, als seien neue Hilfstruppen eingetroffen. Wir haben diese Soldaten auf der rechten Seite noch nie gesehen. Als Khalid radiallahu anh bemerkte, dass sie den Feind mit dieser Taktik in Angst versetzt haben, befahl er der muslimischen Armee, sofort anzugreifen. Die scheinbar so mächtige Armee des Feindes verließ das Schlachtfeld. Als die Muslime wieder Medina erreichten, versammelten sich die Bewohner, um ihre Helden willkommen zu heißen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gab Khalid ibn al-Walid radiallahu anh daraufhin den Beinamen Saifullah. Nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam diente Khalid radiallahu anh als Militärkommandant unter dem Kalifen Abu Bakr radiallahu anh und half ihm, den damaligen islamischen Staat zu vergrößern und Ehre zu verleihen. Unter seiner Führung als Feldherr fielen alle Länder des Nahen Ostens unter die Führung des Islam. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh war einer der größten Generäle in der Geschichte der Menschheit und einer der wenigen, die nie eine Schlacht verloren haben. Er schaffte es, Armeen zu besiegen, die doppelt und dreifach an der Anzahl waren. Den größten Teil seines Lebens verbrachte er auf dem Schlachtfeld auf der Suche nach dem Märtyrertod. Und doch starb er im Jahre 21 nach der Hijra in seinem Bett. Ich habe an so vielen Schlachten teilgenommen,
um als Märtyrer zu sterben. Und es gibt keine Narbe und keine Wunde an meinem Körper, das von einem Speer oder Schwert getroffen wurde. Und doch bin ich hier und sterbe auf meinem Bett wie ein Kamel. Mögen die Augen der Feiglinge keine Ruhe finden. Vielleicht liegt hier die Weisheit Allahs, denn so konnte niemand behaupten, er habe Khalid ibn al-Walid, das Schwert Allahs, auf dem Schlachtfeld besiegt. Schon immer brachte der islamische Staat mutige Generäle und eine gefürchtete Armee hervor, die nur nach dem Wohlgefallen Allahs trachteten. Der Islam war eine wirtschaftliche und militärische Macht, vor der sich andere Staaten fürchteten. Heute leben wir im Schatten dieser ruhmvollen Tage. Heute ist der Wunsch nach Helden wie Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu stärker denn je. Es war Allah subhanahu wa ta'ala, der uns aufrichtige Generäle wie Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu schenkte. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, dass sich die Geschichte ändern wird. Und wenn Allah etwas verspricht, dann hält er sein Versprechen. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Blatt wenden wird. Ich erinnere euch, nachdem die Muslime in der Schlacht von Murta 3 ihrer Generäle verloren haben, schaute Thabit bin Arqam in die Runde und fragte, wer soll uns jetzt führen? Einstimmig entschieden sie sich für Khalid ibn al-Walid. Khalid radiallahu anhu entschied sich, der Sache Allahs zu helfen. Heute frage ich euch, o ihr Muslime, o Umma von Muhammad, wer soll uns heute führen? Wer hilft der Sache Allahs heute? O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache helft, so wird er euch helfen und euren Füßen festen halten.